Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück im Star Wars Canon. Heute geht es um den vierten Band des zweiten Darth Vader Runs von Charles Soule, und zwar ist das Darth Vader Vaders Festung. Und in diesem Band geht es hauptsächlich darum, wie Darth Vader seine dunkle Festung auf Mustafar errichtet, die wir ja zum Beispiel auch in Rogue One gesehen haben. Ich habe es schon gesagt, die ersten drei Darth Vader Bände fand ich großartig. Ich fand, die Reihe ist immer, immer besser geworden und genauso geht es hier in diesem Band eigentlich weiter. Hier passiert einiges, also haltet euch fest. Der Anfang von dem Ding ist schon ziemlich, ziemlich geil. Hier geht es nämlich darum, wie Darth Vader und seine Inquisitoren weiter Jagd machen auf überlebende Jedi der Order 66 und jetzt spüren sie Ith Kot auf. Und der ist genau in dem Moment Vater geworden, als Darth Vader ihn findet. Darth Vader tötet ihn und sammelt das machtsensitive Kind ein, weil wir erinnern uns ja, die Operation Ernte des Imperators geht nach wie vor weiter, dass er machtsensitive Kinder aufspürt. Seine Frau wird aber von einem der Inquisitoren gehen gelassen und es stellt sich dann heraus, dass diese Inquisitorin zu einem anderen Inquisitor eine Liebesbeziehung aufgebaut hat. Das fand ich war eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Die Inquisitoren sind nämlich nach wie vor gefallene Jedi. Sie unterliegen jetzt nicht mehr dem Kodex der Jedi, also spüren oder dürfen Liebe offen ausleben und so weiter. Und das fand ich geil, dass diese Inquisitoren sich in diesem Fall verlieben und entweder den Weg zur hellen Seite der Macht wieder zurückgefunden haben oder das von Anfang an geplant haben, die Inquisitoren von innen heraus zu zerstören. Fand ich ziemlich geil. Noch dazu der schwarze Twi'lek. Mega nices Design. Vader tötet auch die beiden, richtet dabei in Coruscant aber eine Menge Chaos an, woraufhin der Imperator ihm gestattet, sich auf einer eigenen Welt niederzulassen und Darth Vader wählt den Planeten Mustafar. Auf Mustafar will er die dunkle Seite der Macht erforschen, schließlich ist dies sein Geburtsort und dafür gibt der Imperator ihm einen ominösen Helm mit, der anscheinend ein Eigenleben besitzt. Und an dieser Stelle ist es ziemlich cool, wie sich dieser Band an zwei anderen Franchises, finde ich, bedienen und eine Hommage daran liefert. Einerseits ist das für mich ganz klar der Herr der Ringe, weil dieser Helm gehörte dem dunklen Sith Lord Vormin und Vormins Geist. Auch wenn Vormin an sich tot ist, aber sein Geist ist nach wie vor in diesem Helm präsent. Ähnlich wie bei der Herr der Ringe mit dem Ring und Sauron. Noch dazu sieht Darth Vaders Festung auf Mustafar so sehr nach Mordor aus. Das ist richtig, richtig geil. Und an dieser Stelle muss ich mal einmal kurz selber ins Wort fallen und mich berichtigen. Ich sage im ganzen Video, dass er Vormin heißt. Das ist nicht korrekt. Er heißt eigentlich Momin. Darth Momin. Ich sage das im ganzen Video noch falsch. Ja, ist ein blöder Fehler. Passiert manchmal, nur damit ihr Bescheid wisst. Vormin hilft Darth Vader, seine Festung zu errichten und seine Festung befindet sich über einem Portal, was einen in eine andere Sphäre der Macht eigentlich eintauchen lässt. Es wird nicht ganz aufgeklärt, es bleibt ein bisschen ominös, was dieses Tor ist, aber es scheint ein Tor auf die pure dunkle Seite der Macht zu sein oder wie in eine Art Jenseits, das von der dunklen Seite umgeben ist. Das gefällt mir aber an der Stelle richtig, richtig gut, dass es nicht super klar gemacht wird, was das eigentlich ist. Jedenfalls errichtet Darth Vader mit der Hilfe von Vormi dann zusammen sein Schloss und schafft es, ein Portal zu der dunklen Seite der Macht zu öffnen. Und an der Stelle muss ich sagen, hat mich das auch ein bisschen an Hellraiser sogar erinnert, dass man dieses eine Objekt hat, was einem irgendwie neue Welten zeigen kann. In Hellraiser ist es diese Puzzlebox und in dem Darth Vader Comic ist es jetzt der Helm von Vormin. Und wenn man dann sieht, wie sich hier das Tor öffnet in dem Comic und die Welt dahinter aussieht, das sieht sehr ähnlich wie bei Hellraiser aus mit dem Leviathan. Und noch einmal ist es an der Stelle richtig, richtig cool, wie dieser Comic wieder einmal das Lore um Star Wars erweitert, das Lore um die Macht und vor allem auch das Lore um die Sith, ganz speziell in der Figur des Vormin, die ich mega, mega cool fand. Vormin ist, wie gesagt, ein sehr, sehr alter Sith Lord und hier lässt sich an der Stelle auch noch gar nicht so richtig einordnen, wann seine Zeit war. Wahrscheinlich war es noch vor der High Republic. Er hat jedoch von der dunklen Seite der Macht zum Beispiel eine ganz andere Auffassung als Darth Vader. Darth Vader will die dunkle Seite der Macht für sich benutzen. Der Imperator will die dunkle Seite der Macht für sich benutzen. Vormin sieht es andersrum. Er sieht es so, dass die Sith von der dunklen Seite benutzt werden, dass sie der dunklen Seite dienen und nicht, dass die dunkle Seite einem selber dient. Fand ich war ein sehr, sehr interessanter Ansatz und genau das spiegelt sich auch in seinen Taten wieder, weil alles, was Vormin tut, ist, so viel Leben, wie es nur geht, auszulöschen, so viel grausame Taten, wie es geht, zu begehen, nur um damit die dunkle Seite der Macht zufriedenzustellen und ihr zu dienen. Und er sieht sich in seiner Arbeit als Künstler, was auch sehr perfid ist. Also ja, das fand ich war eine sehr, sehr coole Figur. Noch dazu verhält es sich so, dass der Helm ein eigenes Bewusstsein hat und sobald jemand anders diesen Helm aufsetzt, wird er quasi wie eine Hülle für Vormin. Und was Vormin dann macht, ist, er öffnet selber das Tor in dieses Jenseits der dunklen Seite und holt seinen eigenen Körper daraus zurück.
ein sehr, sehr epischer Moment. Er hat dann ein Duell mit Darth Vader. Darth Vader gewinnt. In einer ziemlich, ziemlich harten Szene wird Wormin dann getötet. Und Darth Vader schreitet dann selbst in dieses Jenseits. Und das ist ein richtig geiler Abschluss der Reihe. Das ist dann die letzte Ausgabe. Und es ist so, dass Darth Vader quasi sein Leben noch einmal durchlebt. Bis hin zu dem Augenblick, wo er Padme noch einmal wieder sieht. Und das war von vornherein sein ganzer Plan mit Wormin und diesem Portal, dass er versucht, Padme daraus wieder zurückzuholen aus dem Jenseits. Und in dem Moment, als er sie vor sich sieht, stirbt sie aber trotzdem. Und das ist ein richtig, richtig krasser Moment. Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen beim Lesen. Und das ist im Endeffekt der Abschluss der Reihe. Darth Vader hat jetzt seine Fessung auf Mustafa. Und mit dem erneuten Verlust von Padme akzeptiert er jetzt zu 100% sein Dasein als Darth Vader. Richtig, richtig geiler Scheiß, der in dem Ding abgeht. Das war ein epischer Run. Das muss ich wirklich sagen. Wenn ihr eine Sache aus dem neuen Star Wars Canon euch geben wollt, dann holt euch wirklich diese 4 Darth Vader Paperback-Ausgaben. Es ist jeden Cent wert. Und als Begleitmaterial dazu kann ich euch wahrscheinlich, weil ich habe selber noch nicht gelesen, den Lando-Comic empfehlen, wo dieser Helm von Wormir nämlich wieder auftaucht. Darauf bin ich echt richtig gespannt, was da in dem Comic draus gemacht wird nochmal. So, dann war's das mit dem Star Wars Canon für diese Ausgabe. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Dann würde ich sagen, macht's gut und möge die Macht mit euch sein.